Vielen Dank, liebe Versammlung, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich jetzt zu spät dran bin. Trotzdem möchte ich mich bedanken für diese Einladung und dass ich auch noch die Möglichkeit bekomme, ein kurzes Grußwort an Sie zu richten. Leider habe ich es ja nicht aufs Podium geschafft. Meine Partei, die ist nicht so groß und auch nicht so bekannt. Aber das soll sich ändern. Bei der nächsten Landesversammlung möchte ich dann auch da oben sitzen. Unser großes Ziel ist der Einzug in den Landtag. Aber das schaffen wir locker, da bin ich überzeugt davon. Zu Ihrer Landesversammlung darf ich mich natürlich in erster Linie beim Landesvorstand bedanken, dass ich hier erscheinen durfte. Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen. Zu den Versammlungen insgesamt ist natürlich zu sagen, das finde ich eine schwierige Sache. Junge Leute dürfen sich einfach so treffen, das kann so nicht bleiben. Da verstehen Sie mich da bitte nicht falsch, aber da kann doch jeder machen, was er will. Da kommen wir dahin. Und was noch so ein Thema, das gut zur Jugend passt, das Wahlalter. Ich finde, was? Wählen sollte man nicht mit 18 dürfen, wir brauchen 25 Jahre. Bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, aber wir wählen da eine Regierung, die ein Land regiert, da muss man im Kopf schon ein bisschen weiter sein. Da kann man nicht jeden zulassen. Unser Land und unser Landvolk sollen von Die Jugend, was macht denn die Jugend? Die kostet uns ja in erster Linie Geld. Es kann doch nicht jeder zum Wählen gehen. Ja, jetzt nochmal ein herzliches Willkommen. Wir starten gleich und möchten euch unsere Gäste vorstellen. Der Rupert startet. Genau, wir beginnen zu meiner Linken mit der Katharina Schulze. Sie hat interkulturelle Kommunikation, Politikwissenschaften und Psychologie studiert, ist Spitzenkandidatin der Grünen, gemeinsam mit dem Herrn Hartmann. Und genau, deshalb freuen wir uns sehr, dass wir dich heute hier auf unserem Podium begrüßen dürfen. Ich begrüße auch zu unserer Linken, den Markus Blume. Er hat Physik und Politikwissenschaften studiert, ist Unternehmer und seit 2008 im Landtag und Generalsekretär bei der CSU. Herzlich willkommen. Dann machen wir auf der anderen Seite weiter. Da ist die Frau Natascha Kunin. Sie hat Biologie studiert, ist vom Beruf Redakteurin, Landesvorsitzende der SPD und auch Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch hier den Herrn Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, Landwirt und Agraringenieur, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat der Freien Wähler und seit 2008 auch im Landtag. Herzlich willkommen. Genau, unsere erste Frage wäre so zum Einstieg für jeden ganz kurz. Wann oder was war der Einstieg oder die erste Begegnung mit der KJB? Genau, da fange ich gleich mal an, Herr Aiwanger, bei Ihnen. Ja, das war bei meinem 16. Lebensjahr, da hat es eine Fahnenweihe gegeben bei der Landjugend. Da haben sie mich gefragt, ob ich denn Mitglied werden will, weil ich ja jetzt in dem Alter bin. Wir sind damals also mit 16 Jahren beigetreten. Ich habe da mitgemacht und habe gleich viel arbeiten müssen, weil wir ein großes Gartenfest gehalten haben. Und ein paar Jahre später war ich dann selber Vorsitzender, und zwar 7 Jahre lang habe ich Gartenfeste gemacht, drauf und runter. Aber über diese Schiene bin ich reingekommen. Dankeschön. Wir machen einfach gleich weiter. Ja, gern. Also ich bin in München aufgewachsen, mittendrin, hinter der Ludwigskirche. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sie kennt, St. Ludwig. Da war ich mit 15, 16 in der Pfarrjugend und da kam der erste In-Touch. Okay, danke.
Ich war bei der Grünen Jugend ganz lange aktiv. Das ist ja die Jugendorganisation von den Grünen. Und da ist es ja so, dass die ganzen Jugendverbände untereinander sich ja zum Glück immer gut und gern und viel Austausch und manchmal auch gemeinsame Aktionen machen, auf Demos gehen, gegen die dritte Startbahn demonstrieren, gegen die Olympischen Winterspiele, all diese Dinge. Und da ich von diesen Bündnissen dann auch die Sprecherin war, sind wir uns dann da, die ersten Male so über den Weg gelaufen haben, so auf dieser Jugendarbeitsebenschiene uns kennengelernt und gemeinsam was gemacht. Ja, ich bin ja im Kreis der Protestanten sozialisiert worden, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Es war tatsächlich dann im Bayerischen Landtag, mein lieber Fraktionskollege, der Sepp Zellmeier, der hat mich dann irgendwann mal zu einer Veranstaltung geschleppt, hat gesagt, die sind wichtig, da musst du hin. Und dann war es eigentlich auch noch ganz nett, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ja, ich weiß aber in jedem Fall noch, die eindrücklichste Begegnung, hat gerade mit der Maria kurz drüber gesprochen, war, als wir unser neues Grundsatzprogramm in der CSU entwickelt hatten und auch viele Gespräche im Hintergrund geführt hatten. Ein Gespräch, wo man mit vielleicht gar nicht so großen Erwartungen reingegangen ist, das war mit euch und unterm Strich waren wir dann beide Seiten der Meinung, es war ein unglaublich tiefgehendes und sehr gutes Gespräch. Deswegen seit dem Zeitpunkt weiß ich, ist es immer lohnenswert, wenn man zu euch kommt. Wunderbar, und damit sind wir auch gleich tief im ersten Thema. Uns als KDAB ist natürlich Jugendbeteiligung wichtig. Wir sind ein Jugendverband, wir positionieren uns, wir haben aber auch viele Mitglieder, die selber aktiv sind politisch, kommunalpolitisch oder auch in Pfarrgemeinderäten zum Beispiel, die sich engagieren wollen. Jetzt haben wir aber einen demografischen Wandel vor uns und wir als Jugendverbände machen uns da natürlich jetzt schon Sorgen. Könnte es sein, dass in Zukunft die Politik eher auf die ältere Mehrheit hört und die Stimme der Jugend eher untergeht? Wie kann dann gelingen die Jugendbeteiligung auch in Zukunft funktionieren? Da würde ich mich jetzt gleich über eine Antwort von der Frau Kuhn freuen. Ja, gerne, vielen Dank. Also einmal glaube ich nicht, dass es so kommen wird, dass die Alten, sage ich mal, über die Jüngeren bestimmen, obwohl es gibt ja auch das Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Alte Säcke Politik, wo dann sozusagen auch ein Angriff ist drauf, dass die Alten versuchen, sich die Themen zu kapern. Ich glaube es nicht, aber das kann auch daran liegen, dass ich zwei Kinder habe, die 18 und 21 sind. Die sind jetzt nicht übrigens automatisch bei den Users oder sowas überhaupt nicht. Ich habe gesagt, macht, wie ihr das denkt. Aber dadurch lerne ich viele auch kennen, die ein bisschen jünger sind zum Teil, als jetzt hier die Anwesenden, die denken, ja, die sind politisch. Und gestern, jetzt haben wir den Saft abgedreht, gestern waren wir bei der Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz und da hat man gesehen, dass die Jugend eine verdammt laute Stimme hat und das ist gut. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein paar Schwierigkeiten in unserem Land. Gehen wir erstmal, weil ich war auch Redakteurin für Schulbücher, gehen wir in die Schule hinein. Inzwischen ist es so, dass ihr in den weiterführenden Schulen kaum mehr politische Bildung in dem Sinn habt, das heißt Sozialkunde zum Beispiel. In diesen Jahren macht kaum ein Abiturient überhaupt noch in diesem Fach Abitur. Das heißt, das rutscht nach hinten und wir sind der Meinung als SPD, dass das Fach Sozialkunde als auch die politische Bildung ganz stark nach vorne rücken müssen, weil wir haben im Moment ein Problem mit der demografischen Entwicklung. Wechseln wir uns einfach durch mit der demokratischen, also wie sich die Demokratie entwickelt. Also ich glaube, dass wir im Moment echt an der Weichenstellung sind, auch wenn man sich die Verrohung anguckt, wie umgegangen wird und so weiter. Also einmal in der Schule. Zum zweiten Jahr, wir als SPD haben uns entschieden, wir haben unseren Beschluss gefasst für ein Wahlalter ab 16. Also wir sind noch nicht auf 14, wie ihr es hier gerade argumentiert habt, aber wir sagen 16 Jahre. Da gibt es übrigens auch ganz interessante Erfahrungen. Ihr seid schon sehr politisch, aber wir machen beispielsweise ein Girls Day. 180 junge Frauen und wir haben da einen Arbeitskreis Wahlalter mit 14 gemacht. Von diesen 180 jungen Mädchen von den weiterführenden Schulen haben bis auf eine Handvoll alle gegen Wahlalter mit 14 gestimmt. Das heißt, wir gehen jetzt im Moment auch in die Debatte mit verschiedenen Jugendlichen und die Behauptung war immer, was ihr gerade hier karikiert habt, dass viele gesagt haben, ich weiß ja noch gar nicht so richtig. Und dann bist du wieder bei der schulischen Bildung. Das heißt, man muss diese ganze politische Denkweise und die Debattenkultur auch in die Schulen hineinbringen. Und dann bin ich beim dritten Punkt. Wir müssen auch wieder Politik in die Schulen hineindringen, Parlamentsspiele, Jugendparlamente, damit tatsächlich Demokratie gelebt wird. Und was zum Beispiel auch nicht geht, dass in Grundschulen, dass in Grundschulen zum Beispiel dem Direktor offen steht, ob er Klassensprecherwahlen durchführt oder nicht.
Das kann nicht sein. Sondern es muss immer wieder, glaube ich, praktiziert werden in den Schulen. Das glaube ich nicht nur, ich bin fest überzeugt davon. Wir müssen Politik von ganz klein an auf die eigenen Wege hineinbringen, damit wir da überhaupt die Teilhabe hinkriegen, weil später dass junge Leute sagen, ja, ich habe Bock auf Politik. Also die SPD sagt, mehr politische Bildung in der Schule und das war auch das Ende. Sind Themen, die wir auch in unserem Beschlusspapier, das wir letztes Jahr verabschiedet haben, wir haben. Wie sieht das die CSU? Also was die grundsätzlichen Überlegungen angeht, stimme ich zu. Wir erleben ja zum Glück eine Zeit, in der es wieder politischer zugeht. Wir sehen, dass die Wahlbeteiligung steigt, dass die Menschen Politik zu ihrer Sache machen. Das ist zunächst mal gut, dass jetzt manchmal leider auch die Falschen zur Wahl gehen, ist ein anderes Thema. Aber dann muss man natürlich auch, darf man sich jetzt nicht darüber beschweren, sondern muss eben darüber reden, wie man sicherstellt mit politischer Bildung und anderen Dingen, dass tatsächlich auch das, was uns alle miteinander verbindet, dann auch entsprechend wertgeschätzt wird. Ich teile im Übrigen auch die Diagnose, dass wir mehr an der Schule machen müssen für politische Bildung. Wenn ich das richtig sehe, ist ja die Entscheidung für das G9 auch in einem Teil damit begründet worden, dass man sagt, man braucht gerade für solche Themen auch mehr Raum an der Schule der Zukunft. Ich glaube, es sollte aber nicht nur auf eine Schule beschränkt werden, sondern es sollte generell stattfinden. Und ich darf hinweisen auf das, was der Ministerpräsident vom Bayerischen Landtag in seiner Regierungserklärung angekündigt hat. Er hat gesagt, wir müssen auch die Arbeit der Institutionen, in dem Fall auch der Landeszentrale für politische Bildung, verbreitern. Da müssen wir Dinge in den Blick nehmen, die in der Vergangenheit vielleicht keine große Rolle gespielt haben. Wie findet heute politische Betätigung und Meinungsbildung statt? Auch in den Weiten des Internets, in den viel berühmten Meinungshöhlen im Internet. Da finden zum Teil viele politische Debatten statt, manchmal nicht so, wie man sie sich wünscht. Aber deswegen ist es umso wichtiger, auch etwas miteinander zu erarbeiten, wo man sagt, das ist eine gemeinsame Plattform und motiviert auch gerade junge Menschen, sich dann auch entsprechend zu engagieren. Zum Thema Wahlalter, da hoffe ich jetzt nicht, dass ich gleich ausgetragen werde wie der Vorredner, aber da ist, glaube ich, die Position meiner Partei bekannt und ich glaube, sie ist auch ganz gut vertretbar, dass wir beim Wahlalter keine Absenkung vornehmen wollen, aus dem guten Grund, dass wir sagen, mit 18 bist du volljährig, bist du geschäftsfähig und bei dem im Grunde höchsten Gut, was der Staat zu vergeben hat an Bürgerrechten, nämlich die Demokratie in der Wahlentscheidung mitzugestalten, sollte man keinen anderen Maßstab anlegen als bei der sonstigen Rechtsfähigkeit. Deswegen würden wir da gerne bei 18 bleiben, glauben, es gibt auch gute Gründe. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es das entscheidende Thema? Ich glaube nicht. Wenn man mal anschaut, wie gerade selbst junge Menschen oder die in den 20ern darüber denken, gibt es nur nach Umfragen zwischen 10% und 20%, die sagen, jawohl, es wäre gut, das Wahlalter abzusenken. Ich glaube, es ist nicht das entscheidende Thema, um das zu erreichen, was ihr wollt, wo ich total dahinter stehe, dass wir mehr Politisierung gerade der jungen Menschen brauchen. Das Schlimmste wäre zu sagen, die Zukunft wird irgendwie geschehen. Meine feste Haltung ist, die Zukunft wird nur dann gut, wenn du sie gestaltest. Und das muss von frühestem Alter an der Fall sein. Und es wird nicht nur mit der Wahlentscheidung zum Ausdruck gebracht, sondern im Engagement, wie sich gerade bei euch auch in vielfältiger Weise zeigt. Ich habe daran schon gezuckt. Ja, ich habe gezuckt zum Wahlalter. Aber ich wollte erst mal noch ganz allgemein was sagen. Zu der ersten Frage, die gestellt wurde, also ich meine, ich bin deswegen in die Politik gegangen, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, boah krass, hier wird irgendwas entschieden und ich als damals so jüngerer Mensch habe irgendwie gar nicht so die Option, da auch mal gehört zu werden. Vielleicht erinnern sich manche noch dran, es war zu der Zeit, wo Angela Merkel irgendwie am Nordpol in ihrer roten Jacke stand und ganz betrübt in die Kamera reingeguckt hat und gesagt hat, oh ja, der Klimawandel ist schlimm und ich dachte mir so, wow, hast du es auch verstanden, dann tu doch bitte etwas. Dann ist aber nichts passiert und dann dachte ich mir, okay, also jetzt langt's mir. Ich gehe jetzt mal zur Grünen Jugend. So, und das ist, glaube ich, schon mal ein guter, wichtiger Punkt. Und ich glaube, den müssen wir uns, das rede ich jetzt hier zu euch hin, die selber politisch aktiv sind, aber ich glaube, eine wichtige Botschaft, die ich immer auch so jungen Schulklassen und so, oder Studierenden sage, wenn ich mich mit denen treffe, hey, wir müssen das schon selber auch in die Hand nehmen. Oder die jüngere Generation muss schon auch mal hier, es bringt und hol Schuld, gibt es überall. Also, wenn wir politisch mitgestalten wollen und diese Gesellschaft verändern möchten, dann muss man auch mal vielleicht ins kalte Wasser springen, dann muss man auch mal viel was Anstrengendes tun, Endlossitzungen, Demokratie ist manchmal anstrengend und all diese Dinge, aber es ist auch schön und das müssen, glaube ich, dann, muss man dann schon auch ergreifen. Aber natürlich muss man natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür setzen. Zum Thema Bildung in der Schule hat ja die Natascha Krohn schon sehr viele richtige Dinge gesagt, die wir Grüne auch alle unterstützen. Ich wollte noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Ich glaube, Demokratie lernt man nicht nur dadurch, dass es dir jemand erklärt. Also mit mehr Sozialkundeunterricht alleine
werden wir nicht auf einmal alle erleuchtet und so, sondern wir müssen mehr Möglichkeiten schaffen, wo man Demokratie erleben und selber erfahren darf und kann. Beginnt mit sowas, dass es endlich eine verfasste Studierendenschaft in Bayern endlich braucht. Ja? Sowas, dass die SMVen viel mehr Eigenständigkeit bekommen und all diese Dinge, die Förderung der außerschulischen Jugendarbeit, all diese Punkte fände ich total wichtig. Und beim Wahlalter sind wir Grüne ganz klar, also ich bin da pragmatisch, ich sage, wir fangen jetzt mal mit 16 an und irgendwann kommen wir hoffentlich, das ist meine persönliche Meinung, auf Wahlalter 0. Ich finde das nämlich, wenn ich das Allerbeste, wenn du dich eintragen kannst, sobald du bereit bist. Aber in unserem Wahlprogramm steht jetzt erstmal drin, wir starten mit 16. Viele andere Bundesländer haben das schon, da läuft es übrigens super gut, da ist nichts zusammengebrochen. Bayern hinkt da hinterher, damit sollten wir jetzt mal beginnen. Plus außerschulische und innerschulische Bildungsdinge voranbringen und dann irgendwie sowas. Das fände ich auch ganz cool, das hattet ihr, glaube ich, in einem eurer Papiere drin, dass ihr gesagt habt, ihr hättet gern einen Jugendcheck für alle Gesetze und Anträge und das finde ich super. Wir haben das jetzt schon bei uns in der Fraktion. Bei manchen Sachen sagen wir dann auch immer so, Moment mal, wollen wir das vielleicht auch noch mal kurz durchgehen? Also nicht nur unter dem frauenpolitischen Aspekt sich angucken, sondern auch unter dem jugendpolitischen. Gut, immerhin. Und außerschulische Bildung finden wir als KGB natürlich auch sehr, sehr wichtig, gerade bei der politischen Bildung. Was sagen die Freien Wähler? Wie kann Jugendbeteiligung auch in Zukunft gut funktionieren? Also ich glaube, dass wir in erster Linie Freiräume schaffen müssen, dass junge Leute sich überhaupt politisch oder im vorpolitischen Raum bei den Ehrenämtern betätigen können. Und deshalb haben wir als Freie Wähler ja damals dieses Volksbegehren fürs G9 auf den Weg gebracht, weil wir der Überzeugung waren und sind, dass es nicht gut ist, wenn der Leistungsdruck und der Notendruck fast bis zur Volljährigkeit anhält und die Eltern natürlich zu Hause sagen, mach erstmal deine Hausaufgaben, schau erstmal, dass du gute Noten hast und so weiter. Und um diese Dinge, immer im Ehrenamt tätig zu sein, kannst du dich später kümmern. Da kann sich natürlich keiner mehr kümmern, denn dann entweder Beruf oder Studium. Irgendwann kommt vielleicht die Familienphase dazu, dann bleibt das auf der Strecke. Und wenn ich bei mir zurückblicke, wenn ich damals nicht mit 16 Jahren eingestiegen wäre, dann glaube ich, dass man sich später gar nicht mehr so die Zeit genommen hätte, wenn man dann nicht ins Ehrenamt eingestiegen wäre. Ich habe damals auch dann die ersten Kontakte mit der Kommunalpolitik gehabt, wo wir als Landjugendvorsitzender da einen Weiher auspacken lassen für die Kinder zum Schlittschuhfahren und Eisstockschießen im Winter, wo beim Bürgermeister den Bagger gebettelt und bei den Landwirten, dass die Erde wegfahren, und habe mich da irgendwie schon vorgearbeitet. Und wenn es das erst mit 18, 20, 21, dann ist häufig der Zug, glaube ich, abgefahren. Also Freiräume schaffen in meinen Augen äußerst wichtig. Und ich glaube trotzdem auch, dass die Politik auch hier weniger Angst haben muss vor den Jugendlichen. Ich habe den Eindruck, dass man Angst hat, ja, in die Schule Politik reinzulassen. Wir sind ja alle Parteien meistens beim Europatag und bei anderen Aktionen in Schulen tätig und diskutieren dort mit den Jugendlichen. Und was ich dort erlebt habe, waren wirklich begeisterten jungen Menschen, denen zu sagen, du bist noch zu dumm zum Wählen, kann man nicht bringen. Trotzdem glaube ich, dass das ein Schrittplan sein muss, der unbedingt losgehen muss, trotzdem mit etwas mehr Raum in der Schule für Politik, also auch Sozialkunde, auch vielleicht sogar verpflichtend, jedes Jahr mal mit einem Kommunalpolitiker, das muss nicht immer Landtagsabgeordneter sein, man kann mal den Bürgermeister holen, man kann mal Gemeinderäte holen, kann politische Themen diskutieren. Und ich habe häufig den Eindruck, dass der Rektor sagt, wer weiß, wie sich das entwickelt, lieber reden wir nicht drüber, über politische Themen, sondern gehen da an dem Tag eher nach Hause und laden gar keinen ein. Also die gehören rein, und für mich ist auch die Überzeugung, dass wir jetzt mal mit aktiv wählen 16 in 2-3 Jahren soweit sein sollten. Vorher mehr Sozialkunde, vorher mehr Bildung in die Richtung rein und dann zeitnah erstmal mit 16 wählen. Diesmal geht es ja nicht mehr. Ich sage, ja, vielleicht ging es sogar in einem knappen halben Jahr als Landtagswahl. Könnte man vielleicht noch mehr auf die Tagesordnung bringen. Aber in fünf Jahren sollte es dann auf alle Fälle soweit sein, wenn die Politik die Dinge vorbereitet. Aber die große Überschrift ist für mich, Freiräume schaffen, dass man überhaupt in die Politik reingeht. Weil ich von unserer eigenen Jugendorganisation, da hast du Landesvorsitzende, da hast du Bundesvorsitzende, junge Freie Wähler. Plötzlich ist er im Auslandspraktikum, plötzlich ist er irgendwo studiummäßig ein halbes Jahr weg und du erreichst die Leute nicht mal mehr, weil sie eben hier wieder andere Prioritäten haben. Und diese Zeit ist einfach nur sehr bewegt und ohne Freiräume geht nichts. Herzlichen Dank, Herr Aiwanger. Die Bundesregierung hat sich jetzt ein gemeinsames Ziel auf die Fahnen geschrieben, 30 Hektar pro Tag an Fläche zu verbrauchen. Und wenn man das runterbricht, dann ist 5 Hektar am Tag in Bayern. Und ich denke, da sind Sie auch alle einig hier in der Runde, dass es bei diesen 5 Hektar, dass das irgendwie eine gute Aufteilung ist.
wenn ich so in die Runde schaue. Unsere Frage wäre, wie erreichen wir dieses Ziel? Herr Blume, vielleicht möchten Sie beginnen. Sie haben die Frage sehr klug und richtig gestellt. Ich glaube, auch wenn manche schmunzeln, bei der Zielsetzung kann man gar nichts anderes wollen. Ich meine schon, das Wort Flächenfraß oder Flächenverbrauch gruselt einen, ja. Und wenn man auch mit dem Ansatz die Schönheit des Landes bewahren will, dann muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist halt nicht so einfach. Und da sind wir schon mitten in der politischen Diskussion, was übrigens auch der Grund war, warum der Gesetzesentwurf der Grünen im Bayerischen Landtag auch keine Mehrheit gefunden hat, und zwar nicht nur wegen der CSU, weil es einfach nicht reicht, diese Zielvorgabe dann irgendwo ins Gesetz zu schreiben und zu sagen, jetzt brechen wir es bürokratisch runter. Und jetzt heißt es für die Gemeinde X und für die Gemeinde Y dann so viel Quadratmeter pro Jahr. Das ist etwas, was in der Praxis nicht tauglich sein wird. Da müssen wir andere Wege finden, und wie wir die finden, das ist letztendlich Gegenstand der politischen Diskussion. In Bayern ist es besonders schwer, darauf will ich auch hinweisen, weil wir wissen, dass von der flächenmäßigen zusätzlichen Anspruchnahme 50% alleine für Wohnen draufgehen. Das heißt, in einem Land, was so prosperiert wie der Freistaat Bayern, wo wir in den letzten 25 Jahren einen Zuzug von 2 Millionen Menschen hatten, 2 Millionen Menschen, die Wohnraum verlangen, gleichzeitig übrigens noch mehr Wohnungen auch für Singles, haben sich auch die Wohnverhältnisse geändert, gleichzeitig der Wunsch nach zusätzlicher Verkehrsfläche, nach Schulen, nach Infrastruktur, alles was dazugehört. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach schwer, weil du in gewisser Weise auch in der Zwickmühle bist. Unsere Grundhaltung heißt, wir wollen mit Anreizen und weniger mit Verboten arbeiten, weil wir uns auch nicht vorstellen können, wie man es runterbrechen kann. Man braucht an manchen Stellen auch kreative Lösungen, und an anderen Stellen kann man vielleicht sogar auch schaffen, Dinge miteinander zusammenzubringen. Wir beklagen zum Beispiel alle miteinander, dass mancherorts die Innenstädte oder die Dorfkerne veröden und sehen, dass dort Flächen brach liegen, und auf der anderen Seite wird dann vor den Toren das Neubaugebiet hingeklatscht, und meistens schaut es dann auch nicht besonders schön aus. Deswegen zu überlegen, wie kann Politik Weichenstellungen, vielleicht sogar Anreize geben, dass Flächen entsiegelt werden, soll einen Entsiegelungsbonus geben. Wie kann man Innenentwicklung fördern, also Anreiz für Innenstadt, Außen. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die helfen. Das ist nicht so sexy, das ist nicht so einfach, wie wenn ich sage, 5 Hektar pro Tag, das ist sozusagen die Grenze, und müsste halt irgendwie hinkriegen. Das Hinkriegen ist das Entscheidende. Wir müssen es gemeinsam schaffen, ohne dass wir Kommunen abwürgen in ihrer Entwicklung, und gleichzeitig, dass wir nicht in einer Situation enden, wo dann trotzdem sich alles zersiedelt. Ich sehe das als Spagat, es ist deswegen ein ganz schwieriges Thema. Das darf auch im politischen Streit und Wettbewerb stehen, aber ich glaube, wichtig ist schon mal festzuhalten, dass die Zielsetzung, dass man das Thema Flächen in Anspruchnahme in den Griff bekommen muss, eines ist, was uns letztendlich ein. Und letztendlich sollten wir alles tun, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, dann auch dem Ziel unterm Strich näher zu kommen. Frau Kohnen, wie möchte die SPD das Ziel erreichen? Mir vielleicht einmal erstmal vorweg, das Ziel ist nicht wirklich neu. Ich bin jetzt mal selber in die Geschichte der SPD, beziehungsweise nicht nur der SPD, sondern der Bayerischen Landtagswahlkämpfe gegangen. Und das erste Plakat übrigens mit demselben Wert ist 1998 schon aufgehängt worden. Also das ist kein neues Thema, sondern es ist schlichtweg ein Thema, was tatsächlich kompliziert anzufassen ist. Aber das Problem, was in Bayern eingetreten ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist die sogenannte Landesplanung komplett ausgehöhlt worden, sodass es überhaupt keine planerischen Elemente mehr gibt. Man könnte es auch mal als zahnlosen Tiger begreifen. Es gibt kein Flächenmanagement. Und das ist eines der Hauptprobleme. Was eben nicht funktioniert, was ja auch schon in der Diskussion war kürzlich, der sogenannte Zertifikatehandel. Weil das führt am Ende schlichtweg zum Survival of the Fittest. Diejenige Kommune, die am stärksten ist, greift sich die Zertifikate ab, und die, die nicht so stark sind, schauen in die Röhre. Das Problem ist beispielsweise bei einem Zertifikatehandel, dass München würde enorm viel kriegen, oder wenn man nach Einwohnerzahlen geht. Und wenn man dann in die Gemeinden außerhalb geht, geht es runter, die dürfen weniger. Und das funktioniert in der Praxis überhaupt nicht. Und deswegen haben wir sehr klar gesagt, es wäre Flächenkapitalismus, wenn man so einen Zertifikatehandel macht. Also das geht schon mal nicht. Unsere Meinung ist, wir müssen zu einem Flächenmanagement wieder hinfinden. Wir müssen vor allen Dingen einen Punkt bekämpfen und wieder rückgängig machen, den die Staatsregierung durchgesetzt hat, ist die Aufhebung des Anbindegebots. Weil das führt im Prinzip zu amerikanischen Verhältnissen. Das kennen Sie selber, wenn in den ländlichen Regionen außerhalb einfach Supermärkte, Discounter etc. hingeklatscht werden, wenn die jetzt nicht mal mehr sich anbinden müssen, dann ist Zersiedelung pur. Und was für uns auch noch sehr wichtig ist, ist tatsächlich, wie gehen wir denn mit den Brachflächen in den Gemeinden um? Es sind viele Flächen, wo die Kommunen nicht dran kommen.
Und da gehen wir jetzt, sind wir ja auch über die Bundesebene, über den Koalitionsvertrag rangegangen, dass es eine sogenannte Bodenspekulationssteuer geben soll. Wenn also jemand glaubt, er kann sein Grundstück liegen lassen und damit Geld machen, indem einfach die Wertsteigerung er immer wieder abgreift, da soll die Kommune rangehen können und sagen können, okay, deinen Gewinn greifen wir ab. Weil das eben beispielsweise bebaubare Fläche für Wohnungsbau sein kann. Und was wir nicht machen dürfen, niemand von uns, ist tatsächlich Flächenverbrauch und Wohnungsbau gegeneinander ausspielen. Weil dann kommen wir überhaupt nicht ans Ziel. Und das schwierigste soziale Thema für mich, die soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte, ist das bezahlbare Dach über dem Kopf. Extrem viele Auszubildende, auch Studierende, aber eben schlichtweg stinknormale Leute, eigentlich bis auf die oberen 10.000, sind inzwischen in der Problematik drin, dass sie sich keine Wohnung mehr leisten können. Und das muss man miteinander hinkriegen, aber unser Plädoyer ist, du kannst nicht, ich komme ja selber aus dem Labor, aus der Biologie, du kannst nicht vorschreiben, was am Schluss rauskommen soll und den Weg nicht beschreiben. Und der Weg für uns als SPD ist eine ganz klare Landesplanung mit Flächenmanagement und den einzelnen Punkten, die wir beschrieben haben. Und die Zielsetzung, ja, stimmt, teilen wir alle, aber ohne Wegbeschreibung. Und damit bin ich beispielsweise bei dem Volksbegehren der Grünen. Sorry, Katharina, aber das halte ich für extrem populistisch, weil man muss den Weg beschreiben. Vielen Dank, Herr Aiwanger. Wie möchtet ihr die Freiwähler das Ziel erreichen? Also ich glaube, dass wir hier mal genau definieren müssen, was wir mit Flächenfraß meinen. Meinen wir nur in Anführungszeichen den Verlust landwirtschaftlicher Fläche und forstwirtschaftlicher Fläche, das ist ja meistens der Ansatz, oder meinen wir, dass die Fläche insgesamt ökologischer werden soll oder möglichst ökologisch bleiben soll. Und ich glaube, wenn wir das zweite Ding ansetzen, kommen wir vielleicht ein bisschen aus der Bredouille raus. Ich bin jetzt selber Landwirt und will da in keiner Weise gegen die Landwirtschaft argumentieren. Aber wenn man ehrlich ist und genau hinschaut, ist so manches gut entwickelte Baugebiet mit Hecken außenrum, mit Brennnesselecke, mit nicht jeder Quadratmeter englischer Fußballrasen da drin, für viele Tiere und Pflanzen ökologisch wertvoller als der Maisacker, der vorher dort war. Ich will also damit sagen, ich würde in die Siedlungen hinein mehr den ökologischen Gedanken bringen und ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung dafür offene Ohren hätte, wenn man sagen würde in dem Baugebiet, bitte macht ein paar Hecken mehr, macht nicht den letzten Quadratmeter einmal in der Woche mit dem Rasenmäher drüber, dass der Nachbar sich beschwert, weil es knattert, du haust Benzin raus und mäst da die letzte Ameisenhügel vielleicht tot. Dann kommen wir über diese Schiene schon mal ran. Zweitens glaube ich, dass wir das Thema, ja, wenn man schon mal Fläche verbraucht, dann muss man diesen Quadratmeter aber auch intensiv nutzen. Jetzt sind wir ja Gott sei Dank wieder so weit, dass man beim Hausbau wieder Kellerbau unterstützt und erfordert. Früher hat es geheißen Betondecke oder Betonplatte, dann nach oben gebaut, fertig. Das da unten ist nur zu teuer. Das bringt aber so viel Lagerraum vielleicht wie das ganze Dachgeschoss. Und im Dachgeschoss kann ich noch eine Einsiedlerwohnung reinmachen, da wo ein Single drin ist, auch am Land, haben wir häufig für Singles zu wenig Wohnraum. Und bei Supermärkten machen es uns ja die Österreicher vor, dass man auf die Supermarkthalle möglicherweise unten die Parkgarage rein, und zwar bitte breit genug, nicht, dass man überall anfährt und deshalb viele da nicht reinfahren wollen. Das ist ja der Trick der Supermärkte mit den großen Parkplätzen, deshalb sind die so beliebt, weil es dort nicht so genau geht. Wenn du auch noch mit dem Wagen rumfahren musst, brauchst du Platz. Also wenn wir schon, dann bitte ja nicht zu knapp, lieber 10 Parkplätze weniger und dieses Parkhaus wird angenommen. Und obendrauf auf den Supermarkt, warum nicht Büro- oder Wohnräume? Auch das machen uns die Österreicher vor. Damit könnten wir auch auf derselben Fläche deutlich mehr Effektivität erzielen. Und vielleicht noch das letzte Thema. Ich glaube, dass wir mit der Wirtschaftspolitik einfach überlegen müssen, wo wir hinwollen. Deutschland wird immer mehr zum Land der Logistiker. Wenn Sie auf der Autobahn fahren und es ist mal 10 Minuten Stau, dann stehen die LKWs von Würzburg bis Nürnberg runter. Du wunderst dich, wo denn die alle herkommen und die denn alle hinwollen. Also wir müssen uns auch ein bisschen überlegen, das ist jetzt zwar ein sehr visionärer Ansatz, aber vielleicht Wirtschaftskreisläufe wieder regionaler zu gestalten, nicht unbedingt, und jetzt bringe ich ein Beispiel, damit Sie es um Teilung erzählen, Märchen. Ein bekannter Futtermittelhändler aus Unterfranken fährt Futter für die Kühe bis nach Weißrussland mit dem LKW Mineralfutter. Nur als Beispiel, ist für mich völlig irreal, wie sich sowas überhaupt lohnen kann. Der Mann, der Sprit, Kuhfutter, quer durch Europa fahren die Autobahnen voll. Und da braucht man natürlich wieder Parkplätze. Und der Ruf jetzt deutlich mehr LKW-Parkplätze, der Ruf deutlich mehr Lagerhallen für die Industrie, für die Zwischenlagerung.
Ich glaube, wir müssen mittelfristig eher schauen, dass wir ja mit dem Rohstoffgeist wieder mehr Geld verdienen und mehr in den Dienstleistungsbereich einsteigen. Natürlich wird man Transport auch brauchen, aber der Platz momentan aus allen Nähten bei jeder Autobahnabfahrt, riesen LKW, Auslieferungslager, das kann es nicht sein, da müssen wir gegenhalten. Vielen Dank. Und Frau Schulze, wie erreichen die Grünen das Ziel? Ja, wir haben das Volksbegehren Betonfluteindämmen gestartet und einen Erfolg haben wir schon mal. Die anderen Parteien beschäftigen sich auch intensiv damit, wie wir zu unserem Ziel kommen können, dass wir nicht so viel Fläche in Bayern verbrauchen. Und warum haben wir jetzt final dieses Volksbegehren gestartet? Wir haben es deswegen gestartet, weil freiwillige Selbstverpflichtungen einfach irgendwann nicht mehr reichen. Ich kenne das aus der Frauenpolitik. Seit Jahren wird darüber geredet, ja, wir wollen mehr Frauen in die Führungspositionen, ja, wir machen hier ein Mentoring und dort machen wir das 100. Mentoring. Aber es verändert sich nicht viel. Es gibt immer noch weniger Frauen in Führungspositionen, immer noch verdienen Frauen weniger wie Männer für die gleichwertige Bezahlung. Also irgendwann müssen auch einfach mal Regeln her. Und das gilt in meinen Augen für den Flächenfraß genauso. Und das sehen ja nicht nur wir Grüne so, sondern der Bund Naturschutz, viele andere Organisationen. Das haben schon sehr viele Leute in der ersten Hürde unterschrieben, um eben auch mal ein deutliches Signal zu senden, 13 Hektar zu Betonierung am Tag in Bayern ist too much. Und ich finde das Argument, lieber Markus, was du gesagt hast mit dem Wohnraum, zieht in dem Fall nicht. Weil wo brauchen wir vor allem dringend Wohnraum? In den großen Städten. In den großen Städten, ich selber komme jetzt aus München, wohne ich jetzt schon lange, dort ist jetzt nicht noch so viel Fläche frei, dass man sagen kann, oh Gott, wenn das Flächenbevorzugsbegehren der Grünen durchgeht, scheiße, dann können wir keine einzige Wohnung mehr bauen, weil da brauchen wir eh andere Lösungen. Da müssen wir in die Höhe bauen, da müssen wir Nachverdichtungen machen, da müssen wir irgendwie auch mal über das Thema Wohnungen also drinnen reden, weil wir ja oft das Problem haben, oft vielleicht wohnt eine Person in einer Riesenwohnung und die Familie mit Kindern hat nur irgendwie eine kleinere Wohnung und wie wir da irgendwas hinbekommen. Also das ist jetzt kein Argument gegen das Volksbegehren, weil man auch bezahlbaren Wohnraum braucht. Darum sagen wir ja auch im Volksbegehren ganz klar, 5 Hektar am Tag darf natürlich verbraucht werden. Du brauchst eine interkommunale Zusammenarbeit, muss das Anbindegebot, darf nicht noch weiter aufgelockert werden, du musst nachverdichten, du musst dir denken, bevor der Bagger kommt, so plastisch, wie das jetzt formuliert ist, so meinen wir das auch. Und vor allem brauchst du einfach mal eine Vorgabe, weil wenn du diese Vorgabe nicht hast, woran du dich dann orientieren musst auf den verschiedenen Ebenen des politischen Handelns, dann glauben wir, geht da nicht richtig was voran. Und ihr habt das ja irgendwie auch auf eurer Tagesordnung hier diskutiert. Morgen übermorgen? Weiß gar nicht, wann. Wir haben gestern schon diskutiert. Ach, gestern schon diskutiert. Aber nochmal diskutieren, genau. Also da bin ich sehr gespannt, was bei euch dann diesbezüglich rauskommt. Und Ludwig Hartmann und das ganze Team würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns das Volksbegehren unterstützt. Ja, genau, mit dem Thema Flächenverbrauch sind wir auch schon fast beim nächsten Thema. Uns geht es um Nachhaltigkeit. Jetzt ist Flächenverbrauch da ein ganz gutes Beispiel, weil bei Nachhaltigkeit geht es oft um Zielkonflikte. Einerseits wollen wir weniger Flächen versiegeln, andererseits, wir haben es fast von allen gehört, wir brauchen auch Fläche für Wohnungsbau zum Beispiel. Nachhaltige Entwicklung, die Vereinten Nationen haben hier 2015 eine Agenda verabschiedet, aber das ist nicht nur auf internationaler Ebene. Deutschland hat sich verpflichtet, diese Agenda umzusetzen, auch Bayern hat sich verpflichtet, ich glaube, der Ministerpräsidentenkonferenz 2014. Jetzt ist für uns als Jugendverband immer so ein bisschen, alle sprechen immer über Nachhaltigkeit, alle wollen nachhaltig werden, auch da sind eigentlich immer alle dafür. Das Problem ist so ein bisschen die Zielkonflikte. Wir haben jetzt beim Flächenverbrauch eben den einen schon gehört, da würde mich jetzt zuerst mal interessieren, wo sehen Sie die größten Zielkonflikte in der zukünftigen Entwicklung Bayerns? Gerade in sage ich mal, das langfristige Ziel eben eine nachhaltige Entwicklung in Bayern ist, wo vielleicht auch wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz im Einklang stehen, aber auch andere Dinge. Und da würden wir mal mit Herrn Eimer anfangen. Also ich würde da voll auf das Thema Energiewende setzen. Ich weiß, das ist momentan leider Gottes etwas aus der Mode gekommen. 2011, Atomkraftwerke, haben sich alle in die Hand geschworen, jetzt werden wir die Energiewende angehen, haben mehr Windräder, Photovoltaik und so weiter ausgerufen. Und jetzt schickt man sich an, das Thema quasi zu beerdigen. Eigentlich ist es aktuell schon beerdigt. Und man träumt von den großen Stromtrassen Südlink und Südostpassage, die ich vehement ablehne, weil ich überzeugt bin, dass das der Wertschöpfung vor Ort entgegenläuft, dass es der Nachhaltigkeit entgegenläuft, dass es riesen Landverbrauch organisiert, riesige ökologische Eingriffe nach sich zieht. Also ich würde wirklich in den nächsten Jahren das Thema der Energiewende, ich könnte jetzt viele andere Themen aufzählen, von der Gesundheitspolitik und so weiter, aber setzt man mehr auf das Thema Energiewende, dort wieder den Gedanken reinzubringen,
Wie kann auch der Normalbürger sich wieder an der Energiewende beteiligen mit der stinknormalen Photovoltaikanlage und auch die ja heute kaum mehr geht, weil er dann steuerlich extra eine Erklärung machen muss und als der Frührentner, der sich gefreut hat, ein bisschen was dazu zu verdienen, wenn er mal in Rente ist, weil er Photovoltaik oben hat, plötzlich vor dem Problem, dass er einen Steuerberater braucht oder extra eine Steuererklärung, weil er irgendwo gewerblich ist oder sonst irgendwo. Also da sehe ich sehr, sehr viel Verunsicherung, sehe viel zu wenig Unterstützung seitens des Staates, die Menschen zu beraten, auch regionale Kreisläufe aufzubauen, dass vielleicht der einen Speicher im Keller hat und die paar Nachbarn mit dranhängen. Das sind viele kleine Maßnahmen, auch die intelligente Netzsteuerung, dass man nicht ja, Strom produziert und dann entsorgen muss oder wenn er gebraucht wird, nicht produziert und dann teuer zukauft, also Speichertechnik, regionale Wirtschaftskreisläufe, da würde ich unbedingt noch mit dem Hirnschmalz der Politik einschalten wollen für ein paar Jahre, würde hier auch die Bürger mit ins Boot nehmen und wirklich Lösungen finden wollen, wo die Bürger davon profitieren. Ich glaube, jetzt auch das Thema anzusprechen, Windräder, da brauchst du in politischen Debatten heute nicht mehr zu sagen, dass Windrad vielleicht an mancher Stelle gar nicht so schlecht ist. Mich wundert es, wie die Atom- und Kohlelobbyisten die Windenergie innerhalb weniger Jahre totgeredet haben. Man hat ja, tut ja momentan so, als wäre ein Windrad schlimmer als die Atom- oder die Braunkohleindustrie. Also auch wenn man hier mit ordentlichen Abständen dann die Bürger beteiligt, mit Bürgerenergiegenossenschaften, dass die Bürger ein bisschen Geld davon bekommen für jede Windradumdrehung, wie es im Norden Deutschlands der Fall ist. Ich will jetzt nicht so viel wie im Norden, passt da bei uns nicht überall. Aber ich will damit sagen, wenn man die Bürger mit einbindet, dann gehen sie auch diesen Weg mit. Wenn aber der Bürger merkt, dass er überall nur geprellt wird, dann geht er auf Deckung. Und ich glaube, dass das Thema Energiewende eines der ganz großen Herausforderungen ist, den Klimawandel zu stoppen, das Einkaufen von Kohle aus Kolumbien, wir kaufen aus Amerika Kolumbien Kohle, verscheuchen dort die Ureinwohner, holzen den Urwald ab, fahren das rüber, verstromen es in Hamburg, fahren es nach dem Süden runter und verschenken es nach Österreich. Also diese Dinge müssen wir hinterfragen und in der Energiewende sehe ich die ganz große Schlüsselfrage, ob Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit gelingt. Also durch Bürgerbeteiligung kann man hier diesen Zielkonflikten begegnen. Was sagen die Grünen, was sind die zentralen Zielkonflikte und wie kann man, also weil das Problem ist ja häufig, in einer Demokratie ist es nicht immer ganz leicht, mit Zielkonflikten umzugehen. Muss man als Politiker immer die populäre Lösung nehmen? Ich glaube, man braucht dafür Haltung. Ich glaube, das ist das Entscheidende als Politikerin, als Politiker. Man muss sich ja mal überlegen, um was geht's. Und vielleicht kennen das einige von Ihnen und von euch, eins der ältesten Wahlplakate von uns Grünen, ich finde, das ist mein Lieblingswahlplakat, das ist so mit Fingerfarbe so ein Haus gemalt, ein Windrad, eine Sonne, Blumen und all das. Und da steht drunter, nicht lachen, aber es ist wirklich sehr schön, und da steht drunter, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Bam. Und ich finde, das ist genau der zentrale Satz. Und genau darum geht's. Wir haben das Glück und das Privileg, im Moment auf dieser Welt leben zu dürfen. Und wir sollten hier so arbeiten, wohnen, konsumieren, dass wenigstens die, die nach uns kommen, auch noch gut hier leben können. Darum ist es doch eigentlich der Zielpunkt. Dann reicht es nicht, wenn ich in Sonntagsreden sage, ja, wir wollen alle nachhaltig werden, sondern dann brauche ich auch wieder klare Zielvorgaben, die auch die Zielkonflikte beschreiben und dann brauche ich Politikerinnen und Politiker, die Dinge auch mal durchziehen und durchhalten. Auch wenn vielleicht es irgendwo einen großen Aufruhr gibt, dann muss ich erklären, dann muss ich dorthin gehen, dann muss ich dafür werben und dann muss ich vielleicht auch mal, weil es fürs große Ganze gut ist, das durchstehen. Stichwort Energiewende hat der Kollege es schon gesagt, die 10H-Regelung war einfach Bullshit, dass wir die haben, die muss wieder weg, weil wir brauchen Wind- und Sonnenenergie ganz dringend. Da bin ich jetzt mit dem Kollegen nicht einer Meinung. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen diese Stromtrassen. Ja? Wir können uns auch nicht einbilden, dass wir nur mit unserer Solaranlage alleine auf dem Dach schaffen wir vielleicht unser eigenes Häuschen autark zu halten, aber wir haben auch Industrie in Bayern, die brauchen auch Strom. Also auch da muss man mal Haltung zeigen. Es geht weiter zum Flächenverbrauch, es geht weiter, wie konsumieren wir, wie sieht unsere Landwirtschaft der Zukunft aus, wie sehen die Handelsbeziehungen der Zukunft aus, weil das ist ja total verrückt, denn auf der einen Seite schicken wir das billige Hähnchenfleisch nach Afrika und gleichzeitig wundern wir uns, dass dort keine Wirtschaft vorangeht und die Leute nach Europa kommen wollen, weil sie dort keine Zukunft haben. Das ist absolut crazy. Und dann muss ich halt einfach mal auch klare Entscheidungen machen und gute Handelsabkommen als Politiker
Politikerinnen und Politiker abschließen. Und darum glaube ich, ist eines der wichtigsten Sachen auch zu dieser Frage der Nachhaltigkeitsstrategie. Das wurde jetzt 2014 beschlossen. Das ist immer schön. Man kann immer sagen, ja, ich bin auch dafür. Aber dann muss es wieder hinterlegt werden, ja, mit klaren Zielen, mit Haushaltsmitteln. Und man muss sagen, das wird irgendwo koordiniert von Regierungsseite. Ich schätze mal, Staatskanzlei, würde ich jetzt mal denken, ist wahrscheinlich der beste Ort. Und dann muss das runtergebrochen werden, was jedes Haus, also damit jedes Referat und jedes Ministerium in ihrem Bereich machen muss, damit wir diese Ziele einhalten. Und ich weiß, dass sowas blöd ist und dann will der eine das so und der dritte will das so und der vierte will das so, aber dann musst du halt durch stürmische Gewässer auch einfach mal mit einer klaren Haltung durchsegeln und vor allem mit deinem Hauptziel, dass du die Erde so hinterlassen möchtest, dass die Kinder, die noch kommen, auch noch gut drauf leben können. Gut, Herr Pummel, ist die bayerische Nachhaltigkeitsstrategie ausreichend und schafft man dadurch den Einklang von nachhaltiger Entwicklung und wirtschaftlichem Erfolg? Also Sie fragen schon so, dass es fast klingt, als wenn ich jetzt Nein beantworten müsste. Lassen Sie mich vielleicht eins noch vorwegschicken. Also was jetzt gesagt wurde, dass das Bewusstsein inzwischen da ist, das würde ich insgesamt bestätigen. Wir haben einen unglaublichen Wohlstand, gerade in diesem Freistaat Bayern geht es uns verdammt gut. Und gerade deshalb haben wir eine Verantwortung, uns zu überlegen, was das für die Zukunft heißt, dass wir, diesen Wohlstand nicht auf Kosten anderer erarbeiten. Das ist gerade die internationale Wirtschaft angesprochen worden, dass wir diesen Wohlstand nicht auf Kosten der Umwelt erarbeiten und auch nicht auf Kosten der nächsten Generation. Dafür, glaube ich, ist das Bewusstsein da. Ich glaube, Haltung alleine ist dann aber zu wenig, sondern man muss dann auch das Richtige tun. Und vielleicht nicht nur das Richtige tun, was irgendwie gut klingt oder nach hilfreich aussieht, sondern auch wirklich hilft. Und jetzt nehme ich mal das Beispiel der Photovoltaik. Photovoltaik ist insgesamt eine tolle Sache, habt ihr selber bei mir am Dach und wir kommen leider nicht durch den Winter autark. Im Sommer haut das hin, aber nicht im Winter. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, haben wir den größten CO2-Vermeidungsbeitrag geleistet in Deutschland, dass wir es so sehr auf Photovoltaik gesetzt haben, muss man bei ganz ehrlicher Betrachtung sagen, nein, haben wir nicht. Hätten wir das Geld reingesteckt in Häuserdämmung, in Gebäudedämmung, hätten wir heute einen viel, viel größeren CO2-Einsparungsbetrag, als wir im Moment haben. Richtig ist, was wir geschafft haben mit dem Thema Photovoltaik, wir haben im Grunde die Lernkurve der Welt bezahlt. Ich war mit einer Delegation aus dem Bayerischen Landtag in Indien vor 2 Jahren und die Inder haben uns die Hand geschüttelt und bedankt, dass wir dazu einen Beitrag geleistet haben, dass in Indien Photovoltaik so günstig hergeht. Also im Grunde, wenn man das als Entwicklungshilfe verbucht, dann war es eine tolle Geschichte, wenn es um das Thema CO2-Vermeidung in Bayern geht, muss man da sicherlich ein Fragezeichen setzen. Unterm Strich würde ich mir wünschen, dass wir Ökonomie und Ökologie nicht in den Gegensatz stellen, sondern ich glaube, wir haben hier im Freistaat Bayern auch mit unseren Unternehmen und mit unseren Universitäten und mit den Wissenschaftseinrichtungen haben wir die Chance zu zeigen, dass Ökonomie und Ökologie, dass qualitatives und quantitatives Wachstum zusammengehen kann. Ob das im Bereich Energie ist, mit Smart Grids, mit intelligenter Energiesteuerung, wirst du es schaffen, sehr viel mehr die schwankende Erzeugung und den Verbrauch irgendwie zusammenzubringen. Mit intelligenten Verkehrssystemen, wo auch Digitalisierung eine Rolle spielt, wirst du auch da einen wichtigen Beitrag leisten können. Also ich glaube, wenn wir wirklich auf das Thema Innovation setzen, dann werden wir es schaffen, nicht, dass wir jetzt überall Askese verantworten müssen, sondern dass wir unser Wohlstandsniveau halten, aber eben nicht der Wohlstand auf Kosten der Umwelt oder der Zukunft erwirtschaftet wird, sondern dank verschiedener Innovationen auch so dargestellt werden kann, dass es nachhaltig im besten Sinne des Wortes ist. Da würde ich mir noch mehr wünschen. An manchen Stellen geht es auch zu langsam. Bei der Energiewende haben wir heute einen großen Missing Link und das ist das Thema der Energiespeicherung. Ich würde mir auch wünschen, dass wir noch viel mehr Photovoltaik und Wind und alles Mögliche machen. Nur wir haben leider schon die Situation jetzt gerade wahrscheinlich in der Sekunde draußen. Im Freistaat Bayern wird mehr Photovoltaikstrom erzeugt, als der ganze Freistaat im Moment überhaupt braucht. Und umgekehrt wissen wir alle, dass wir bei der berühmten Dunkelflaute halt damit überhaupt keine Meter weit kommen. Das heißt, wir brauchen Speicherung und zwar großtechnisch, da könnte Wasserstoff ein Riesenthema sein. Aber es ist leider auch von der Kostenseite heute so, dass du nicht mal im Ansatz da bist, dass dieser Wasserstoff dann so erzeugt und gespeichert werden könnte, dass es hilft, diese Lücke zu schließen. Wir wollen die schließen, wir müssen da auch mehr tun, wir müssen da mehr Dampf dahinter bringen. Kann auch für das Thema Mobilität eine große Rolle spielen. Aber im Moment sind wir einfach noch nicht da. Und das ist sozusagen jetzt der kleine Showstopper, den ich einbauen möchte. Wenn wir jetzt sozusagen das Rad noch weiter drehen und sagen, jetzt, wir müssen trotzdem noch mehr machen, dann wirst du am Ende Verwerfungen haben, Zielkonflikte erzeugen,
die so groß sind, dass am Ende Effekte entstehen, wo du sagst, also so wollte ich es eigentlich gar nicht. Dann wird die Kohle irgendwie aus dem Ausland angeschafft und der Strom wird kostenlos dann nach Österreich abgegeben. Da passen dann die Dinge nicht mehr zusammen und deswegen würde ich an der Stelle bitten, wirklich den Wunsch, die Zielsetzung zusammenzubringen mit dem, was realistisch möglich ist und dann auch gerne was Neues ausprobieren. In der Kombination könnten wir es vielleicht schaffen. Also die Zielkonflikte durch technische Innovationen begegnen. Was sagt die SPD zur nachhaltigen Entwicklung? Ja, vielleicht auch die Definition von Nachhaltigkeit, also Sustainability, die ist ja schon in den 70er Jahren erfolgt und die geht ja im Prinzip durch den Dreiklang Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und für mich ist die wesentlichste Frage bei Nachhaltigkeit, dass wir mal dazu kommen, zu definieren, wie wir überhaupt Wachstum verstehen. Bei Grenzen des Wachstums, Club of Rome, ist aus den 70ern und da ist, wenn man jetzt beispielsweise mit den Gewerkschaften diskutiert und ich das Wort Grenzen des Wachstums in den Mund nehme, dann definieren die sofort und sagen, oh Gott, unsere Arbeitsplätze. Wenn wir uns aber jetzt zum Beispiel in München diese dritte Startbahn, die ist ja sicherlich jedem bekannt, wenn wir uns die angucken, dann ist die Argumentation immer, wir brauchen unbedingt diese dritte Startbahn, damit wir die Drehscheibe im Süden werden und überhaupt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dann haben wir gerade vorhin über Flächenverbrauch gesprochen. Wenn die dritte Startbahn kommt, kann die Stadt München überhaupt diesem Wachstum noch standhalten und können sich das schlichtweg normale Menschen, dann sind wir bei der sozialen Frage, überhaupt noch leisten? Also dann ist die eine Argumentation, zack, wir brauchen die Startbahn, damit wir mehr Arbeitsplätze, mehr Wirtschaftskraft. Dann kommen wir nach München und haben plötzlich die soziale Frage. Können die Menschen sich das überhaupt noch leisten? Oder haben wir dann am Schluss, wie in anderen Metropolen weltweit, die Situation, dass sich nur noch die oberen 10.000 die Landeshauptstadt leisten können? Und dann die ökologische Frage, ist es eigentlich noch clever, dass Fluglinien wie Ryanair für 19 Euro nach London oder Brüssel fliegen? Und da kommt dann die Frage nach der Kerosinbesteuerung, wo ich sage, ja, die muss kommen, damit überhaupt die ganze Frage der Ökologie auch wieder stimmt. Und wenn du diese Faktoren miteinander in Verbindung setzt, dann musst du irgendwann zu einer Definition von qualitativem Wachstum kommen und nicht nur quantitativ nach oben, nach oben, nach oben. Und ich glaube, über diese Debatte, die vermeiden wir ja, weil wir ungern darüber reden wollen, wie geht es weiter mit Wohlstand und Wachstum, wie geht es weiter in der Frage, verzichte ich oder verzichte ich nicht. Also für mich ist der Zielkonflikt die Frage, wie definieren wir als nicht nur Bayern, sondern als Gesellschaft in Deutschland, wir können Selfies machen. Wie definieren wir Wachstum? Und das wäre für mich zum Beispiel eine total spannende Frage auch an Sie. Wie definieren Sie Wachstum? Was bedeutet das? Und wenn wir diese Frage auch über alle anderen, sei es die Energiewende oder Flächenverbrauch etc. setzen, dann sind wir in der Frage, wie definieren wir nach Wachstum? Und aber, da hakt es immer. Aber darf ich ganz kurz noch einen Punkt sagen? Wisst ihr, was mich an der Sache immer am allermeisten ein bisschen nervt? Viele Dinge sind doch einfach bekannt. Sowas wie, dass eine Kerosinsteuer sinnvoll wäre, weil wir einen Klimawandel haben und wir ein Pariser Klimaabkommen haben, ist doch eigentlich bekannt. Und ich finde einfach, dass wir jetzt mal viele dieser Dinge auch einfach mal umsetzen sollten, wo es gute Vorschläge gibt. Und dann würden wir in diesem Fall auch mal ein bisschen vorankommen. Das ist das, was mich immer so narrisch macht. Wir mögen vielleicht vieles, die Kerosinbesteuerung magst du für richtig halten, der Kollege nebenan mag es mit Sicherheit nicht für richtig halten. Die Frage ist, und das ist das Spannende, finde ich, wenn man eben auch darüber redet, wie ist es denn mit Arbeitsplätzen, wie ist es denn mit Wohnraum etc. Und das, weil du hast ja gefragt nach den, wenn ich das sagen darf, nach den Zielkonflikten. Und das ist ein klassischer Zielkonflikt, den wir für uns lösen müssen. Der ist nicht neu, etliche Fakten sind klar, sie werden aber unterschiedlich bewertet. Und deswegen wäre es total interessant, wie Sie das bewerten in Ihrer Versammlung, vielleicht ist es Thema. Wie bewerten Sie Wachstum? Genau. Also so einfach ist das nicht. Darf ich auch noch einen Satz sagen? wir haben angefangen, über Politik zu reden. Und ich finde das eigentlich gerade einen wunderbaren Werbeblock, wie man ganz unaufgeregt auch mal darstellen kann, warum es nicht so einfach ist. Man darf sich bei der Beantwortung dieser Fragen, die ihr wunderbar ausgewählt habt, einfach nicht leicht machen. Und wir machen es uns ja selber nicht leicht, wenn ich diese ganzen Dinge irgendwie zusammenbringen will. Wenn es leicht wäre, behaupte ich immer, wäre es längst gemacht worden, aber es ist halt nicht leicht und du musst, der eine sagt, ihm ist das wichtiger, dem anderen ist das wichtiger, es irgendwie zusammenzufügen, das ist aller Ehren wert und das ist eigentlich mein Appell einfach an euch, macht es euch nicht leicht, wir machen es auch nicht leicht, manchmal sieht es nicht gut aus, aber es ist zumindest verdammt ehrlich. Ja,
Vielen Dank, da können wir nur zustimmen. Wir machen uns auch nicht leicht. Wir hatten gestern eine Antragsdiskussion bis 3 Uhr morgens, wo es um die Definition von Nachhaltigkeit unter anderem auch geht. Kannst du das beweisen? Und es ist ja wunderbar, jetzt kommen wir auch langsam in die Details. Das ist genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir gehen ja jetzt dann gleich in die Kleingruppen.